Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Mal wieder zu unserer perfekten Kolonie. Ja, ich habe im letzten Video zum Ende hin noch einen schönen dicken Fehler eingebaut. Ich habe dann auch das noch nach dem Video gecheckt, auch im Discord geschrieben. Schaut euch doch mal an, was habe ich denn wohl falsch gemacht? Und ja, es gab tatsächlich richtige Antworten in den Kommentaren. Dieses Solarmodul hier ist an einer ziemlich schlechten Position. Weil hier wird unser ganzes Filtermaterial, also das Regolith, gesammelt und es fällt hier runter. Eigentlich hierher. Das kann es aber aktuell gerade so nicht. Und ja, was soll ich sagen, ne? Reißen wir das mal wieder ab, oder? Weil das wäre so ein bisschen sehr blöd. Stromkabel brauchen wir da dementsprechend an der Stelle auch nicht. Und ja, lassen wir das Ganze dann mal. So, dann gab es aber auf meine Frage hin, was ich dann wohl falsch gemacht habe, eine Antwort, die ich eigentlich gar nicht so geplant hatte. Ich habe hier vergessen, die Bunkertür wieder zu schließen. Das müssen wir gleich mal machen. Ich wollte nur schauen, wir haben noch 5 Zyklen. Okay, das ist tatsächlich noch ein bisschen. Ich wollte nämlich. Unabhängig davon, ob das jetzt gerade schon Sinn macht oder nicht. Einmal noch. Jetzt haben wir gerade Autosave. Das von hier. Ja, tatsächlich nicht mein Klick registriert. Das einmal öffnen, hier runter plumpsen lassen ins Wasser, um noch ein bisschen mehr Hitze reinzubringen. Und dann können wir das hier oben und auch unten wieder schließen. Das ist jetzt natürlich blöd, was hier gerade passiert, weil das, was jetzt heißer ist, es verdampft jetzt gerade. Oh, und hier ist der Wasserdruck so hoch, dass die Metallziegel zerstört werden. So, jetzt können wir hier. Das Ganze mal schnell schließen. So, den Rest hier auch noch freigraben. Jetzt lassen wir das Ganze hier von der Temperatur her mal kurz normalisieren. Also was hier, ja, das können wir jetzt ignorieren. Ja, man merkt, ich habe mit dieser Art hier noch nicht so ganz viel Erfahrung. Ist hier jetzt das Wolfram einfach verschwunden? Ja. Was? Das bringt uns jetzt hier auch nicht mehr. Wir lassen es noch einen Moment drin liegen und dann räumen wir das gleich raus. Ja. Beiden Ziegel noch mal schnell neu gebaut. Gut, hier können wir jetzt. Oder könnten wir? Bin, glaube ich, mit den Fingern gerade auf meiner Tastatur ein klein wenig verrutscht. Ah, Mann. So. Sollte mir hier. Hat
zu meinem Anschauen. Also ich würde fast sagen, die Sachen hier können wir ja da lassen, wo sie sind. Können nur da die Rückwandobjekte zerlegen. Die normalen Ziegel können wir dort zerlegen. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben hier eine Leiter, um da oben trotzdem hinzukommen. Das funktioniert also soweit. Dann können wir... Mensch, das passt hier auch genau. Mit dem nächsten Solarmodul hier weitermachen. Das können wir von unten aus eigentlich alles bauen. Und dann geht es hier gleich noch ein bisschen weiter rüber. So. Allerdings haben wir hier noch ein bisschen was an. Da müsste man eigentlich auch schräg rankommen. Hier noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Oh, hier oben auch schon wieder. Warum hat denn das... Ah, jetzt weiß ich, was der Fehler war, weil auch das habt ihr mir, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben. Ich habe hier das falsche Material für... und es teilweise für die Leiterkabel genommen. Genauso wie habe ich hier. Wo ist denn da das Problem? Oh, ach, ich habe hier auch noch gar nicht die Minenroboter und alles umgebaut. Oh mein Gott. Haben wir das doch. Wobei, warum das hier jetzt überhitzt ist, ist mir auch ein Rätsel. Also nicht, warum der Minenroboter überhitzt ist, ist mir schon klar. Aber warum der Fensterziegel kaputt gegangen ist. So heiß kann das ja im Leben nicht gewesen sein. Hm. Naja, wie dem auch sei. Ja, wir können hier unten jetzt alles einmal rausräumen und dann machen wir das die Bunkertür hier dicht. Obwohl, wir könnten ja auch gleich noch mal ja mal schauen, wie viel Zeit da noch bei übrig ist. Können wir hier noch einmal das Ganze ergänzen? Wunderbar. Auch das hier muss alles weg. Der kommt nach da. Was dann, wenn ich das richtig sehe, bedeutet, da der nächste hinkommt, oder? Also nochmal, der kommt nach da. Ja, der müsste eigentlich... Und dahin. Den können wir... Also ich wüsste jetzt nicht, warum wir den noch nicht bauen könnten. Ich hoffe, das Material, was da liegt, ist nicht so heiß, dass es überhitzen würde. Okay. Achso, ich wollte ja noch mal schauen... Ja, wir machen das nochmal. Einmal lassen wir das durchplumpsen. Und wenn das gleich durchgefallen ist. Ja, komm, ja. So, schließen wir die andere.
So, weil das möglicherweise wieder bedeutet. Dass die Ziegel kaputt gehen. Na, schauen wir mal. Macht das denn Sinn, was ich hier mache? Das ist, das ist so ein bisschen mein Problem. Das weiß ich nämlich nicht. Ja, doch klar, wir erhitzen das Wasser ja deutlich. Sinn macht das mit Sicherheit. Wir lassen das doch mal bis kurz bevor die Rakete kommt, dann räumen wir es nochmal aus und dann können wir da einen Haken dran machen. So, diese die Förderschienen, machen die so wie sie jetzt sind Sinn oder können wir das Material nicht besser direkt woanders hin transportieren? Kann ich gerade so noch nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Das hier kann alles weg. Muss nur mal eben schauen, dass wir... Ah ne, Quatsch, das bringt uns ja nichts. Weil wir da so oder so nicht runterkommen. So müssten wir dann ja überall rankommen. Gar nicht so einfach, weil ich dieses ist im Grunde eine Bauweise, die ich so noch nie gemacht habe, die ich mir hundertprozentig aneignen werde, weil es einfach deutlich effektiver ist für den Strom. Aber es ist eben Neuland. Hier auch an vielen Stellen noch mal umdenken. Also das theoretisch macht das ja doch Sinn, diesen Stromkreis noch nach hier zu verlegen, um das hier noch weiter fortzuführen. Das hatte ich jetzt eigentlich gerade nicht unbedingt so auf dem Schirm, aber ich glaube, macht durchaus Sinn. Ja, ist ja auch ganz leicht zu händeln, also ganz leicht zu erledigen. Auch nur hier einen Stromkreis, der hier so verläuft und fertig. Wenn wir dann jetzt... Wir haben ja hier einen Weg nach oben, das heißt, wir können hier auch Leitern zerlegen. Um auch den letzten Stromkreis hier noch ein bisschen verschieben. Ich glaube, die Batterie lassen wir dann einfach stehen.
Okay, das bitte einmal mit Priorität. Müssen wir aber hier nochmal eben her schauen, weil ich glaube, lange ist nicht mehr. Oh ja, 1,4 Zyklen, das heißt, jetzt dummerweise da noch Material wieder runter. Ach so, das ist jetzt. Verstehe. Meteoritensturm, obwohl die Rakete bald zurückkehrt. Schon, ich sehe schon kommen, mein Zeitplan hier funktioniert überhaupt nicht. Wobei, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es der Rakete ja ziemlich egal, ob hier Bunkertüren geschlossen sind oder nicht. Die landet ja trotzdem. Es ist nur für den, wenn dann Dampf entstehen sollte, wäre das natürlich blöd. Na doch, das schaffen wir aber zeitlich. Denn genau? Ach, ich lasse hier immer noch mehr Wasser reinlaufen. Warum das denn? Das ist natürlich auch super intelligent von mir. Da kriegt man hier richtig gut die Temperatur hoch. Da habe ich gerade noch gesehen, da ist wieder was runtergeplumpst. Dafür kann die Leiter schon mal wieder weg. Ja, ich muss hier. So, das ist alles erledigt. Dann können wir da schließen. Jetzt darf ich gleich nicht den Zeitpunkt verpassen, weil ich möchte sehen, was da temperaturtechnisch abgeht. Oh, ist das jetzt ernsthaft zu wenig Trullium? Der kann weg. Strom. Kuchenkabel. Dann der Teil weg. Automatisierungskabel. Der Transformator. Der Rest muss, glaube ich, bleiben, ja. So, wie lange läuft die Zeit noch? 0,5 Zyklen, okay. Vielleicht schaue ich mir gerade mal. Also da haben wir 58,7. Ja, oben sind nur ein paar Gramm, das ist nicht aussagekräftig. 62,5. 61,4. Also so 3 Grad Temperaturunterschied von links und ganz von links nach rechts und ganz links sind 62,5. Wir gleich mal
was das bringt, und dann daran wird man dann auch sehen können, ob das überhaupt noch sorry, Sinn macht, diesen Plan weiter zu verfolgen, also da noch Zeit hier zu investieren, oder es einfach sich selbst überlassen. Das wird sich schon irgendwann aufheizen und dann schauen wir mal, was passiert. Dann kommen wir zwei Zyklen, okay. Ich kann dann auch schon mal sagen, mein Gott, dass wir gleich auch schon wieder am Ende vom heutigen Video sind. Also mir geht es immer noch nicht wieder so ganz hundertprozentig. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Aber weiterhin auf dem Weg der Besserung. Und das ist schon mal sehr gut. So, jetzt so langsam dürfte sie doch kommen, oder? Zyklen, ja. Jetzt geht's los. Da ist sie, okay. Und wir verlangsamen. So, die Metallziegel hier heizen sich auf, aber nicht so schnell, wie ich das jetzt vermutet hätte. Das Wasser wird extrem langsam so wärmer. Ach so. Ach, jetzt weiß ich auch. Puh, danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich auch, an welcher Stelle du meintest. Das konnte ich nämlich nicht. Obwohl, ne, da links brauchen wir es nicht. Nicht erahnen, wo ich Leiterkabel aus Eisen gebaut hätte, wo es besser Wolfram gewesen wäre. Jetzt weiß ich wo. ja, es hat das ganze Wasser um 3 Grad aufgeheizt. Möglicherweise heizt es noch ein bisschen jetzt nach, weil das Wolfram heiß ist. Aber ja, das überlassen wir jetzt mal sich selbst. Irgendwann werden wir an den Zeitpunkt kommen, wo es heiß genug ist, aber noch fehlt uns da, glaube ich, eine ganze Ecke. Das wird auch, denke ich, einfacher, wenn wir erstmal eine Ecke Dampf haben, der dann auch hier oben steht. Ja. Die Förderschienen, das werden wir auf jeden Fall umbauen, weil, obwohl, ne, das viel von dem Material, was da ankommt, ist tatsächlich doch heiß. Na gut, ob wir das erst hier hinschütten oder nicht, davon wird es auch nicht wesentlich kühler. Naja, okay, gut. Ja, dann, wie gesagt, war es das für heute schon wieder. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, auch wenn es eine Kurzversion war. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Ich bin mir relativ sicher, dass es nochmal mit der perfekten Kolonie weitergeht. 1, 2, 3 Videos, und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass es euch ja, ein klein wenig unterhalten hat, und sag einfach mal bis morgen. Ciao!